Hallo. Wir sehen uns auf der Klamm. Ja, übrigens hier Community Pick. Ja, genau. Oh Gott. Nein, verderbt meine Zuschauer. Das sagt die mit dem Koks. Hey Likorns, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Vlog vom Set, nämlich bin ich gerade wieder in der Maske und heute haben wir den zweiten Drehtag von mir und ja, ich wurde gerade mal wieder geschminkt und es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Jetzt müssen wir noch schnell die Haare machen und dann geht's schon wieder los, gell? Dann müssen wir schon wieder arbeiten hier. Oh, jetzt geht's auch schon wieder ab zum Set. Morgen! So, jetzt müssen wir die Szene drehen. Ich bin so aufgeregt, aber es wird mega gut. Wird gute Szene diese. So, wir haben ja der Szene gedreht. Der Szene. Und du hast so gut geheult. Okay. Ich habe euch was mitgebracht, weil ihr so gut gespielt habt. Awww. Oh. Palakotta mit Ding. So, und jetzt gibt es hier erstmal Mittagspause und dann drehen wir weiter. Immer diese Raucher. Ja, das ist schrecklich, ne? Skandalös, was würde ich ja nicht machen. So, ich bin gerade vom Drehen nach Hause gekommen und André und ich werden gleich noch Videos drehen. Ah, freut euch auf jeden Fall. Seht die Augen, die sind schön. Mann, wir sind gerade die ganze Zeit am Arbeiten. Wir haben so wenig Zeit zusammen. Und dann ist sie auch noch morgen den ganzen Tag alleine zu Hause und ich muss arbeiten. Aber ich habe beschlossen, ich koche für André und sein Boyfriend. Wir werden nicht vom Stamm fallen. He is gay. Und ich auch. Ich finde gerade meine Haare sehen voll schön aus, irgendwie so mit dem Zopf, gell? Steht hier vor. Kylie Jenner ist Was sagst du eigentlich zu meiner neuen Haarfarbe? Sag noch nicht welche, aber findest du die Idee gut? Finde ich gut, ja. Glaubst du, steht mir? Ich glaube, es wird schon was richtig Krasses werden. Es wird echt, also ganz ehrlich, es ist zwar nicht so krass bunt, aber für mich ist es eigentlich der krasseste Schritt, den ich jemals gemacht habe. Find ich auch. Hi! Also, es wird krass. Ich denke, ihr seht es so nächste Woche. Aber es wird gut, es wird krass. Es wird richtig geil. Und ich hoffe, wir sehen uns übrigens auf der GlowCon. Ich bin auf der GlowCon in Berlin, Datum habe ich keine Ahnung, der Link ist unten in der Infobox. Das ist kein Werbevideo, checkt einfach mal aus und dann können wir uns dort sehen. Ach ja, übrigens konnte ich heute am Set leider nicht so viel mitfilmen, deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch jetzt heute ein bisschen. Heute hatten wir so die größten Szenen mit meiner Rolle und das war so cool. Es hat so viel Spaß gemacht und wir hatten heute eine Filmkatze am Start und das war alles so cute und ich bin so glücklich. Deswegen habe ich jetzt frei, also habe gerade ein Video gedreht und dann noch Musical.ly's und habe morgen einen Freitag in München. Dienstag ist dann mein letzter Drehtag und dann fliege ich auch am Mittwoch schon wieder zurück nach Berlin und dann nach Köln und von Köln wieder nach Berlin, weil ich dann eben auf der GlowCon bin und solltet ihr auf jeden Fall auschecken und ja, ich freue mich so auf die Glow. Ich hoffe, ich sehe euch alle auf der Glow in Berlin. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und André und sein Freund sind beide in der Arbeit. Das heißt, ich bin alleine mit dem Hund und den Katzen. Und ich werde heute Abendessen für die beiden kochen, weil ich heute eben drehfrei habe. Und deswegen gehen wir jetzt zusammen erstmal in den Supermarkt und werden Essen kaufen. Ich glaube, ich werde Tortillas mit Guacamole und so machen. I don't know, aber auf jeden Fall machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Und ja, Mani, bis gleich. So, ich habe mich jetzt mal mit einer Freundin in der Stadt getroffen und habe noch ein bisschen Sachen für ein Halloween-Tutorial gekauft. Und wir sind gerade noch bei Coffee Fellows und ja, ich weiß, Fitness Lifestyle ist ja eigentlich am Start, aber gerade trinke ich hier ein Coco Chocolate bla 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 mit extra Marshmallows, weil das ist ja ein Fress. Und morgen gehen dann auch die Dreharbeiten weiter, aber wir werden uns jetzt später wieder bei André sehen und bis dann. Unicorns vloggen kann ich auf jeden Fall nicht, denn ich habe seitdem ich mich mit der Freundin in der Stadt getroffen habe, nicht mehr gevloggt. Allerdings habe ich gerade ein neues Video geschnitten, nämlich das KS Freak Reaction Video. Ich weiß nicht, ob das schon online ist, wenn ihr dieses Video seht. Ich bin so ein bisschen durcheinander mit meinem Videoplan. Und ich habe gerade meine Extensions umgefärbt. Allerdings kann ich euch das noch nicht zeigen, weil dann wüsstet ihr schon, welche neue Haarfarbe ich bekomme, was ihr im nächsten Vlog sehen werdet. Und es wird so krass. Es ist, glaube ich, die krasseste Haarfarbe und die krasseste Haarentscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, die Farbe ist auf jeden Fall bei den Extensions schon mal sehr nice geworden und es wird heftig. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber es wird geil. Es wird geil und das Video ist mega lustig mit dem KS Freak Reaction. Wenn ihr schon gesehen habt, schreibt mal unten in die Kommentare. Wenn nicht, dann kommt das jetzt sehr bald online und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal schlafen, denn ich habe morgen meinen letzten Drehtag und werde um 13 Uhr geholt. Was bedeutet, ich werde euch da natürlich nochmal mitnehmen und ja, ich würde sagen, bis morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Heute ist der letzte Drehtag von mir und heute
treffe ich auch endlich mal Sunny am Set, denn sie kommt zum Dreh, wenn mein Dreh fertig ist. Das heißt, wir werden uns heute wahrscheinlich auf jeden Fall noch sehen. Und ja, ich habe gerade Haare gewaschen, wie man sieht. Es wird höchste Zeit, diese Haare mal wieder zu färben. Und ich freue mich schon so auf meine neue Haarfarbe und auf den letzten Drehtag. Und deswegen muss ich gleich noch Text lernen, weil ich den Text noch nicht drauf habe. Ah! Und ich werde in 2 Stunden vom Fahrer geholt. Deswegen würde ich sagen, lerne ich jetzt erstmal Text und wir sehen uns dann gleich am Set wieder. Und bis gleich. Ah! So, wir schauen jetzt nochmal zu Sunny. Sunny! Stalking-Modus. Wie läuft's? Ja, aber es sieht doch voll gut aus. Komm, sieht schon gut aus. Komm, so läufst du auf der Glow doch auch rum. Ja, genau. Schwenken mit Knaller. So, ich filme auch gar nicht mein Gesicht so. Hallo? Was ist denn klar? Hm? Ich mir Lumix, aber ich hole mir jetzt die Canon GZ Mix Mark II zum Vloggen. Die habe ich auch mal. Ist gut, ja? Ich finde es hier dann nicht scheiße, ne? Das sieht, du siehst voll gut aus, Sunny. Ich bin so wie... Guck mal, wie kurz sie sind. Ja, gleich, okay, los, Alter. Heiß, du heulst jetzt nicht, okay? Lass du mich weiter. Okay, ich geh jetzt mal zum Essen, weil mir wurde mein Essen abgenommen, weil ich mich umziehen musste. Sehen wir uns gleich beim Essen? Ja. Okay. Johanna! Hallo. Ich habe meinen letzten Drehtag. Also ich bin vorbei, ich bin raus. Du bist abgedreht, du schaust. Das ist scheiße. So gut aus. Ich finde das nicht geil, dass ich jetzt fertig bin. Ich werde euch vermissen. Ich euch auch. Leute, ich muss gehen. Essen? Ich muss auch filmen. Also ich muss da auch. Guck, das meine ich. Super. Herr Super. Tschüss, Film. Hallo. Wir sehen uns auf der Klappe wieder übrigens hier. Community Pick. Ja, genau. Oh Gott. Nein, aber verderbt meine Zuschauer. Das sagt die mit dem Koks. Okay, also. Ich geh da noch mal weg hin. Wir sehen uns auf der Klappe. Tschüss, ja, wir sind auf der Glau. Wir sind so ein Glau. Glaukan. Tschüss. Weißt du das Datum? Ich weiß es nicht. Tschüss. Sag du mal bitte den Leuten wann. Bis Samstag. Sonntag. 5.10. 5.10. Gott, Leute, danach habe ich wohl wieder mal vergessen, eine Endcard zu drehen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und ja. Wenn ihr weitere Vlogs sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb.